Test, Test, Test. Hört man mich? Wenn ja, schreib einfach mal ein Ja. Ich warte noch ein bisschen, bis ein paar Leute kommen. Wow. 4.500. Ich hoffe, der wahre Mephisto ist auch mit einem Fake-Account und hört mir gut zu. Erstmal grüße euch. Mein Name ist Arafat. Ich bin gut drauf. Ihr wundert euch alle, warum jetzt auf einmal, warum ich anfange zu reden und, ja? Ich will nicht viel reden. Ich erzähle euch drei Themen. Sehr, sehr kurz und bündig. Und nur wahrheitsgemäß. Ich lege mich mit jedem an. Das erste Thema ist, erstmal, ich habe deinen Post gesehen, genau dieses Thema. Gebissene Hunde bellen und du hast reagiert, weil du Angst hast vor der Wahrheit. Das zweite Thema ist, also das erste Thema ist diese 31er-Geschichte. Das zweite Thema ist Shindy, warum er erpresst wird, warum er nicht bei EGJ ist. Das dritte Thema ist, muss ich mal überlegen, da war noch ein Thema. Bonnie M. Ich schulde euch die Antwort, was der Unterschied ist zwischen Bonnie M. und Bushido. Der Unterschied zwischen Bonnie M. und Bushido, Bonnie M. wurde mal Jahre später aufgeflogen, weil sie nicht gesungen haben. Sie haben nur die Lippen bewegt. Ja? Und ein anderer hat geschrieben, die Beats gemacht und gesungen im Hintergrund. Und das war, glaube ich, zwei Frauen und zwei Männer. Ihr könnt die googeln. Bonnie M., die haben auch coole Lieder. Ja, die wurden aufgeflogen, ja, enttarnt, dass sie nicht singen, nur Lippen bewegen. Bushido ist etwas anders, weil er sagt ja, ein Bushido-Beat. Bushido hat noch nie in seinem Leben ein Beat gemacht. Noch nie in seinem Leben. Er kann keine Beats machen. Er kann gar nichts. Er kann weder schreiben, noch irgendwas. Aber dazu später mehr in ein richtiges Interview, nicht in so ein Rap-Portal. Ich mach's jetzt wie du. Das ist der Unterschied zwischen Bonnie M. und Bushido. Beides fake. Jetzt kommen wir zum Thema diese 31er-Geschichte. Das wurde natürlich gut vertuscht von der Bild, vom LKA und von dir, Bushido, weil du die Story gegeben hast. Und das überall, geschrieben wird, ich hätte verpfiffen. Ich biete euch eine Sache an. Ich hole 1 Million in bar. In bar. Okay? Genau, ihr hört richtig, in bar. Wenn ich jemand verpfiffen habe, wenn ich Aschler verpfiffen habe oder Faisal verpfiffen habe, ich zahle die Strafe von Bushido. Ich will gar nichts mehr von dir. Absolut gar nichts. Dann, wie du dein Wort gebrochen hast, obwohl wir uns geeinigt haben und wir im Guten aufgestanden sind, hast du im Nachhinein dein Wort gebrochen und hast gegen mich geschossen. Ich wehre mich nur, nichts anderes. Ich werde endlich mal einen Heuchler so enttarnen wie Bonnie M. Okay, jetzt kommen wir zu Shindy. Wir haben uns mit den Künstlern, müsst ihr euch vorstellen, im März getroffen. Diese Trennungsphase, nur zur Info, ja, die geht seit August letztes Jahres. Das ist nichts Neues. Okay, August letztes Jahres. Dann haben wir uns im März hier getroffen. Ich möchte nicht jetzt speziell darauf eingehen, wieso, warum, weshalb. Das kommt alles noch, ja, intensiv sogar. Aber die Shindy-Geschichte. Du sagst in Interviews, Shindy, er war nie weg. Er ist immer noch Idiot. Das Bild, du bestellst ihn hierher nach Berlin mit seinem Kumpel. Setzt du dich mit deiner Heuchlerpartei hin und fängst ihn an zu erpressen, obwohl wir uns hier saßen und hier unterzeugen, wie Lars, wie AK, wie Samra, wie Ali, wie ich, wie du, wie die Sekretärin und viele, viele mehr. Und zwei Augen mit Ton. Dann haben die Künstler die Chance gehabt, zwischen dir und mir zu wählen.
der Einzige, ja, der deinen Namen genannt hat, ist der, der gerade bei dir ist. Dem du böse Ausdrücke gesagt hast. Sehr, sehr böse. Aber nicht schlimm. Dazu viel später. Shindy hat gesagt, er will nichts mit dir zu tun haben. Obwohl Shindy dein Herzschrittmacher war. Jahrelang Herzschrittmacher. Er hat keinen Bock mehr auf Herzschrittmacher zu sein. Ja? Hast ihn seine Dreams-Tour. Du wolltest nicht, dass er auf Dreams zugeht. Weil deine Zahlen so pervers schlecht waren. Weil du Angst hattest, enttarnt zu sein. Dass deine Konzerte leer sind. Unter 500. Hart. Böse. Dann hast du dich krankgeschrieben. Dazu auch später. Es geht hier um Shindy. Dann habe ich dir angeboten, du kannst alle Künstler nehmen. Lass uns einigen. Nein, willst du nicht. Nicht du willst nicht, die Künstler wollten nicht. Entschuldigung. Ich revidiere. Du Heuchler, du. Weil Heuchler hält nicht sein Wort, bricht sein Wort. Und ein Heuchler will immer, dass er draußen so aussieht, dass er immer cool ist. Ich bin ich hier und du armer Kerl. Und ey, tut mir einen Gefallen. Hört euch Mephisto an. Weil er redet in Ich-Form. Mephisto am 14.09. Und nein, und du kannst das LKA sagen, ich muss das dazu leider sagen,